cœur, nous perdons plus que Schengen. Une monnaie unique ne fait pas de sens si Schengen trompe. Et donc, il faudra savoir que Schengen n'est pas un concept neutre, un concept anodin, mais que c'est une des pièces maîtresses de la construction européenne. Wenn wir über internationale Anstrengungen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise sprechen, ist die Türkei ein Schlüsselpartner für die Europäische Union. Die Türkei ist unser Nachbar. Das heißt, sie liegt an der anderen Seite unserer Außengrenze. Hier bei der Erschaffung des Schengen-Raums und der Verlagerung der Kontrolle auf die Außengrenzen hat man den letzten Schritt, nämlich sich darüber Gedanken zu machen, wie denn in Bewährungsproben bei einem großen Druck auf die Außengrenzen die Solidarität innerhalb der Europäischen Union aussieht, wie dann die Mandate aussehen, wie dann die Verteilung aussieht. Darüber hat man sich nicht geeinigt. Und genauso wie wir für die nachhaltige Erhaltung des Euros die letzten Schritte gehen müssen, müssen wir jetzt auch hier die nächsten Schritte gehen, weil sich ja erwiesen hat, dass das derzeitige System allein nicht ausreicht. Und deshalb ist eine solidarische Verteilung von Flüchtlingen, je nach Wirtschaftskraft, je nach Gegebenheit, aber die Bereitschaft zu einem permanenten Verteilungsmechanismus nicht irgendeine Petitesse, sondern die Frage, ob der Schengen-Raum auf Dauer aufrechterhalten werden kann.